Jetzt sind wir gerade bei dem. Wir haben festgestellt, dass die Rücklaufleitung von der Speicherladeleitung undicht ist, also nicht gut gehanft. Und jetzt ist es undicht, können wir so definitiv nicht lassen. Und mir ist es auch wichtig, solche Sachen zu zeigen, weil es gibt kein Perfekt auf der Baustelle. Ne? Hi und einen schönen Sonntag, guten Morgen zusammen. Heute nehme ich euch mit zu einem 27-Familienhaus. Dort haben wir zwei Trinkwasserspeicher. Einer davon ist komplett fertig, der ist durchkorrodiert an der Außenseite. Da läuft schon das Wasser unten runter und ja, reparieren ist da gar nichts mehr. Das bedeutet, Speicher abblenden, einen neuen Speicher montieren. Jetzt waren die Kollegen schon dort und haben den neuen Speicher hingestellt. Ich war nochmal da, damit ich mir die Situation genauer angucken kann, Maße vergleichen kann. Habe die Dämmung mal weggemacht, damit ich überhaupt sehen kann, welchen Werkstoff haben wir, welche Dimensionen, wie richten wir, welches Material brauchen wir. Und all das haben wir jetzt gerichtet. Heute sind wir jetzt da mit dem Sebastian. Das heißt, jetzt wo schon einige Sachen vorbereitet sind, werden wir das ganze Haus dann mal kurzfristig vom Wasser trennen. Speicher raus, entleeren oder trennen, entleeren, Speicher raus, neuen hinstellen und dann andocken. Wie wir das Ganze tatsächlich dann auf der Baustelle machen, weil das ist ja, Umbau ist immer nicht so einfach, wie man sich das so vorstellt. Und wie es tatsächlich dann sein wird, seht ihr jetzt in diesem Film. Ich wünsche euch dabei eine wirklich großartige Unterhaltung. Großartige mit Chi. Also eine großartige Unterhaltung und ich würde sagen, jetzt haben wir gleich fertig getankt und dann geht's sofort los. Viel Spaß! Die Rotverschraubungen, die gehen auch nach Jahren immer noch gut auf. Ne? Die innen drin gefettet. So, jetzt haben wir alles vorbereitet, Klappböcke aufgestellt, Werkzeug sortiert. Wir sind überall schick aufgestellt. Die Rohrleitungen sind jetzt voneinander getrennt. Die Heizungsanlage selber läuft, aber der Speicher ist jetzt, wird nicht mehr beheizt. Das bedeutet, jetzt solange der Speicher leer läuft, werden wir alles andere vorbereiten, einhanden, am Auto zusammendrehen und dann können wir den alten Speicher demontieren. So, jetzt sind wir soweit. Das ist alles nicht so einfach. Die alte Rohrleitung ist nicht stabilisiert, gerade die obere Dimension und in dem oberen Bereich die Heizungsleitung genauso wenig. Die Schieber und die alten Absperrventile, die sitzen alle an einer total doofen Stelle. Und so, die Vorgabe ist jetzt auch natürlich, sich nicht neu erfinden und den ganzen Heizraum auseinandernehmen und alles auszutauschen, sondern wir wollen nur den Trinkwasserspeicher erneuern. Und wie gesagt, jetzt sind wir soweit. Die Sachen sind alle vorbereitet. Jetzt werden wir die Dämmung rummachen, damit wir dann auch die Hülle drum machen können. Weil ansonsten müssen wir später, wenn wir das jetzt nicht sofort machen, müssen wir dann die Dämmung auseinanderschneiden und das wollen wir nicht. Jetzt ist es auch das allererste Mal, dass wir das so machen müssen. Wir haben die Halbschale rum, damit wir hinten an den Abgängen das drüber stülpen können. Und jetzt können wir aber den Speicher nicht komplett dämmen, weil hier vorne, da soll noch die Gummierung erneuert werden. Das ging vorher nicht. Und auch jetzt war vorhin der Maler da, das ging auch nicht, weil der ganze Boden noch nass war. Das bedeutet, wir können jetzt nur die Halbschale rummachen, dann unseren Job machen, alles anschließen. Morgen so um 10, 11 rum kommt der Maler vorbei, wird das Ganze mit der Versiegelung zumachen oder streichen. Und erst dann können wir die Speicherdämmung rummachen. So um den Dreh rum werden wir vorgehen, weil ansonsten hat er keine Chance, dass er da dran kommt, um das Ganze nochmal streichen zu können.
Also, jetzt haben wir alles komplett fertig. Wir füllen jetzt schon die Anlage. Und ich habe das jetzt dazwischen drin nicht gefilmt, weil das ist alles so sperrig und überhaupt kein Weg. Und ich habe keine Ahnung, wo ich die Kamera überhaupt platzieren soll. So, jetzt füllen wir den Speicher, entleeren den und dann nehmen wir eins nach dem anderen in Betrieb. Jetzt sind wir überall im grünen Bereich. Das heißt, wir räumen jetzt unser Werkzeug alles ab. Das meiste ist schon sortiert. Machen hier klar Schiff, machen einen Materialaufschrieb und für morgen dann die Dämmung aufschreiben, was wir so brauchen. Gespült haben wir den Heizkreis bzw. die Speicherladung auch schon. Und der Druck ist jetzt auch wieder soweit okay. Wir sind bei 1,4 bar ungefähr. Das reicht hier für das Gebäude und jetzt heißt es alles mal weg. Haben wir geschafft. Das ist beim Umbau ist immer ein bisschen schwieriger, ja, weil du kannst messen, so viel du willst, aber tatsächlich siehst du manche Sachen, wenn du den Speicher entleert hast, rausnimmst und dann siehst du, oh mein Gott, da hält das Rohr nicht, das wabert hin und her, sind keine Befestigungen und so weiter. Und das nimmt dir wiederum jedes Mal ein bisschen mehr Zeit und du musst halt ein bisschen umschwenken. Ja. Jetzt haben wir 15 Uhr irgendwie sowas vorbei. Wir haben alles geschafft. Den Speicher hatten wir überlegt, dass wir die Dämmung rummachen, damit er nicht so auskühlt und damit einfach die Energie da nicht verloren geht. Aber jetzt lief das Haus schon ein paar Tage, vielleicht zwei Wochen, nur mit einem Speicher. Und wir haben jetzt uns entschlossen, dass wir den Speicher erstmal außer Betrieb nehmen, das heißt abdämmen. Und morgen, wenn der Maler da war und den Boden versiegelt hat, dann machen wir die zweite Dämmung rum, legen die Speicherisolierung richtig schön, gucken, dass das alles sauber ist, werden dämmen und so weiter. Das ist alles so, dass die ganzen Löcher, die da zu sehen sind, alle versteckt sind und das wieder ein bisschen formschöner ausschaut. Ja, weil das sieht so aus. Mein Gott, ja. Aber da sind wir jetzt überall im grünen Bereich und jetzt haben wir unser Material auf Maß geschrieben und wir haben eine extra Liste geschrieben, was wir morgen alles benötigen. Also Dämmung, Cuttermesser, Gärungslade, ein langes Messer und so weiter. Das heißt, morgen geht es dann gerade weiter und dann ja, schließen wir da kurz nach dem Mittag, denke ich mal, das Objekt ab. So. Alles andere nochmal bei solchen Sachen immer nochmal kontrollieren. Ja, sind die Temperaturen in Ordnung? Ist genügend Druck da? Die Druckerhöhungsanlage haben wir jetzt wieder eingeschaltet. Kontrolliert nochmal, ob die Schieber offen sind oder komplett offen sind. All das gehört mit dazu. Dann sollte man immer wieder kontrollieren, weil wenn das Objekt 10, 15, 20 Kilometer weit weg ist, du fährst abends nach Hause und dann kriegst du einen Anruf, irgendetwas funktioniert nicht, dann kannst du gerade nochmal herfahren, weil du 5 Minuten vorher abgehauen bist. Deswegen überlass da nichts im Zufall. Immer kontrollieren, immer checken, ist immer besser aufgestellt und das ist alles ein bisschen so easy. So, die Sachen zusammen. Jetzt fahren wir ins Geschäft, sortieren das andere Zeugs aus und gucken, dass wir die Dämmung für morgen haben. Guten Morgen zusammen. So, Isolierung ist da. Elektrisches Kabel oder das Kabel haben wir jetzt da. Und jetzt ja, machen wir den Rest. Auf geht's. Jetzt sind wir gerade beim Dämmen. Wir haben festgestellt, dass die Rücklaufleitung von der Speicherladeleitung undicht ist, also nicht gut gehanft. Und jetzt ist es undicht, können wir so definitiv nicht lassen. Und mir ist es auch wichtig, solche Sachen zu zeigen, weil es gibt kein Perfekt auf der Baustelle. Ne? Verabschiedet euch davon. Egal wie gut du bist, solche Sachen passieren. Also vorgehen werden wir jetzt so, indem wir die Speicherladeleitung nochmal absperren, entleeren, dann trennen, eine Schiebermuffe einbauen und das Ganze neu einhanfen und neu anschließen, dann wieder kontrollieren. Auf Dichtheit überprüfen, auf Funktion überprüfen und dann das Ganze dämmen. So können wir das nicht lassen, weil das ist nicht richtig so. Neu eingehanft, eine Schiebermuffe dazwischen drin, das Rohrstück rausgenommen, wieder neu eingehanft. Jetzt ist es wieder alles okay
und jetzt können wir das komplette weiter dämmen. Jetzt war gerade der Maler da, hat die Fugen versiegelt mit so einem Flüssigkunststoff. Das heißt jetzt für uns, wir müssen aufpassen, nicht drauf treten, keine Dämmung drauf und so weiter oder nichts von der, dass nichts von der Restdämmung drauf fällt. Und deswegen kurz umschwenken. Wir haben hier nebendran noch eine Waschküche, da soll ein Hahn abgeblendet werden. Da gehen wir jetzt rüber und gucken uns dort die Situation an. Ich denke, dass wir da auch so eine halbe, dreiviertel Stunde brauchen werden. In der Zwischenzeit kann das trocknen und wenn das trocken ist, dann machen wir den Speicher komplett mit der Dämmung, mit allem drum und dran. Und wir legen noch ein Kabel für den Fühler, damit wir den digital oder damit er digital anzeigen kann, was für eine Temperatur wir haben. So, wir haben hier eine Waschmaschine auf der anderen Seite. Die kommt dann in die Wohnung rein und weil ja dann wir eine Stagnationsleitung hätten, müssen wir die und das T-Stück raus, dazwischen drin ein Rohrstück einbauen und weil der Hahn wird dann gar nicht mehr benutzt. So, das müssen wir noch lösen. Jetzt schauen wir mal, Absperrventil ist da oben. Wenn er abschließt, wäre super. Oder wenn er abstellt, wäre super. Und das heißt dann einmal Rohrleitung drin, am Ausgussbecken entleeren, in die Abwasserleitung dann eine Endkappe reinstecken, dass es nicht rausschwingt und dann eine Schiebemuffe und eine Muffe dazwischen bauen. Jetzt sind wir mit den anderen Aufgaben auch fertig und der Kunststoff, die Kunststoffversiegelung ist auch trocken. Das heißt, jetzt können wir die Dämmung abschließen. Bevor wir jetzt die Hülle rummachen, weil dann haben wir noch weniger Platz zum Durchgehen hier. Und bevor wir jetzt die Hülle rummachen, werden wir die Steckdose setzen, werden im hinteren Bereich und dort hinten, wo die Leitern quer stehen, da werden wir jetzt Leerrohre legen, dann über der Decke rüberfahren und das Kabel bis zu der Abzweigdose hinlegen, damit wir später den Thermometer, der da reinkommt, um visuell anzuzeigen, was für eine Temperatur wir haben, damit wir den anschließen können. So, der Maurizio, unser Elektromeister, ist ja morgen sowieso im Haus. Das heißt, wir werden jetzt alles vorbereiten. Er schließt es an. Wir werden den Speicher oder den Thermometer jetzt nur kurzweilig mit einer Kabeltrommel anschließen. Und dann werden die Sachen auch komplett fertig. Oben sind wir auch durch. Das heißt, jetzt ja, Elektrik fertig machen und dann abräumen. Müssen wir noch mal umschwenken. Wir haben gestern mit dem Sebastian geguckt. Das ist ein 25er Leerrohr und dann haben wir gedacht, wir nehmen jetzt Clipser mit und clipsen einfach eins mit dem anderen zusammen, damit wir da nicht bohren müssen. Jetzt sind aber diese, die alten Clipser, die haben eine ganz andere Aufnahme und es geht so nicht. Das heißt, wir werden jetzt eins mal dran machen, vielleicht das hintere dort hinten bohren und morgen bringt der Maurizio, weil er sowieso im Haus ist, die Gegenclipser mit und dann muss er da nicht bohren und so weiter, weil wir wollen das jetzt komplett fertig machen. Was für ein Käse, so ehrlich. Elektrik wäre jetzt auch komplett. Jetzt nur noch der Anschluss an der Verteilerdose. Das heißt, jetzt die Dämmung um den Speicher rum. Also viele Dinge erledigt, den Speicher. Wir sind eigentlich primär da gewesen, um den Speicher zu machen. Jetzt haben wir auch viele kleine Reparaturen gemacht, wie Waschmaschinenraum, Leitung weggeblendet, Gartenzapfstelle erneuert. Dann auch beim neuen Speicher montiert, festgestellt, okay, da ist was undicht. Von unserer Seite erkannt, gleich gegengesteuert, indem wir dann den Speicher entleert haben. Heizungsseitig repariert. Jetzt ist wieder alles in Ordnung. Das Ganze wieder schickimicki gedämmt und nicht so, wie es an manchen Objekten ist. Ja. Die kleben nur einmal drüber, glätten das nicht an. Das geht alles auseinander. Ihr seht es ja, dass die Isolierung, wenn wir irgendwo hinkommen, die flattert rum, machen wir weg, machen wir neu, machen wir auf unsere Art und dann wissen wir genau, okay, jetzt ist alles super. Jetzt haben wir auch das Objekt abgeschlossen, alles komplett fertig und eine Sache will ich euch noch mitgeben auf dem Weg.
Ihr guckt ja die Filme an, dort zeige ich, was ist richtig, was ist falsch und so weiter. Und mir wird auch manchmal geschrieben, ja, durch deine Filme wird es irgendwann mal keine Installateure geben. So ein Blödsinn. Ich möchte informieren, inspirieren, euch zeigen, was ist gut und was ist schlecht. Und wenn ihr dann die Filme seht, denkt ihr vielleicht, ihr könnt viele Sachen nachbauen. Täuscht euch da nicht, das ist auf das jeweilige Projekt zurechtgeschnitten. Wir gucken da ganz genau, wie wir was machen, bereiten das Material für das jeweilige Projekt vor. Und wenn du dann, sag mal, die Sachen kopierst als Nichtfachmann, dann kannst du wirklich viel Mist bauen und du kannst da wirklich Geld in den Sand, setzen, ja, so sagt man. Also Obacht bei solchen Sachen, ja, nachbauen oder sich was davon abschauen ist vollkommen okay, aber kopieren und selbst bauen und dann hast du vielleicht einen Schaden von 10.000 Euro, das ist Quatsch. So, ich hoffe, das war jetzt wieder super interessant, du konntest wieder was mitnehmen und wurdest unterhalten, das ist mir immer ganz wichtig. Und jetzt wünsche ich euch einen super tollen Sonntag und ich würde sagen, bis zum nächsten Film. Mein Name ist Luc van Dijk. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Ciao. Ach ja, ich hatte noch was vergessen. Und zwar die ganzen Namen, die zum Schluss eingeblendet werden, also im Abspann. Das seid ihr. Und das ist ein kleines Dankeschön an euch da draußen für den Support und für diejenigen, die kein Englisch können oder nicht so gut Englisch können wie meine Eltern zum Beispiel. Support heißt Unterstützung. Also vielen lieben Dank für die tollen Worte, tolle Feedbacks, für die Unterstützung, für die Kaffees und alles, was ihr so macht. Ich finde es einfach großartig. Und ja, das sind eure Namen. Bis zum nächsten Mal. Das sind die technischen Daten bzw. die Unterlagen von einem Technikraum. So. Ganz ehrlich, kann ich nicht nachvollziehen, warum das nicht im Ordner drin ist, warum das Sicherheitsventil direkt hier auf mich schaut und wenn das Ding einmal abblasen würde, dann kriegst du das direkt ins Gesicht. Für mich unverständlich, wie man manche Sachen baut, wie sie gebaut sind. Ich hoffe, dass ihr das besser macht und solche Sachen genauso wie ich seht, akribisch vorgeht und dann das besser löst, damit der Käse endlich irgendwann mal aufhört.